Das Ende des 21. Jahrhunderts. Regierungsformen, wie wir sie kennen, existieren nicht mehr. Große Konzerne haben die Kontrolle. Im 3D-Actionspiel Jager sind Sie als Söldner für einen dieser Konzerne unterwegs, um gut organisierten Piraten, hier im Bild, das Handwerk zu legen. Allerdings nicht per Pedis, sondern in einem hochtechnisierten Gleiter, der über ein Waffenarsenal verfügt, wovon heutige Kriegsschiffe nur träumen können. Und auch das wird es wohl erst in der fernen Zukunft geben, die für Mensch und Maschine völlig stressfreie Fly-In-Reparatur. Jetzt wollen wir in diesem Piratennest mal kräftig aufräumen. Primäres Auftragsziel ist es, die Gastanks zu zerstören. Und hier kann man sehr schön sehen, wie sich der Gleiter im Hoover-Modus bewegt. Das heißt, er bewegt sich dann nämlich gar nicht, sondern er bleibt auf der Stelle stehen. Der Hoover-Modus eignet sich auch, um Gegenstände aufzunehmen, wie Extrawaffen, Boni etc. pp. Der zweite Fortbewegungsmodus ist der sogenannte Jet-Modus und dahinter verbirgt sich nichts anderes als das schnelle Fliegen von A nach B. Share and share alike, huh? Und jetzt noch die Zelte da oben. Schöne Explosion, weiter geht's. Please, stop them shooting me. For your side, flamethrower drones, get them before they fly me. Aber nicht, dass Sie jetzt glauben, Sie müssten den Jager nur stationäre Geschütze oder Gebäude schrotten. In dieser Mission hier gilt es etwa, den Zug vor dem Angriff der Piratengleiter zu schützen. For your side, it may not look nice, but it works. Attackers come! Die futuristische Jagerei soll ab dem dritten Quartal 2003 auf Ihrem PC stattfinden. It's worse than an interesting day.